Eberhard, Revieren, zeigt der Hund
schnell, ich wünschte mir, die Verstecke 2 und 4 vielleicht der Spurzielschläger nicht verstecken, eine spuraufmerksame Übung ist im Hohen sehr gut. Stellen und Verbellen ist prangvoll aktiv anhaltend und ist prangvoll aktiv, er belästigt ganz leicht und das Verbellen sollte dann doch wesentlich anhaltender sein, da haben wir zweimal ein relativ starkes Loch, wenn dann ist im untersten gut. Lässt sich gut herausrufen, lässt sich gut zur Ablage für die Flucht führen, das Platz dort sollte er exakter zeigen. Den Angriff zeigt er dann sehr energisch und direkt in den Helfer, den Griff wünscht man etwas flotter und ruhiger ablassen, bewachen ist in Ordnung, ist sehr gut. Abwehr, auch da geht er energisch und direkt in den Helfer, auch da wünscht ich mir den Griff eine Spur voller und ruhiger und in der Belastung sollte er nicht ganz leicht lau werden, ablassen, bewachen ist in Ordnung, ist noch sehr gut. Rückentransport ist in Ordnung, beim Überfall geht er energisch und direkt in den Helfer, da wünscht ich mir den Griff eine Spur ruhiger, ablassen, bewachen ist in Ordnung, ist in Ordnung, sehr gut. Erster Seitentransport ist soweit in Ordnung, nur vor dem Richter sollte man keinen anderen Sitz verwenden, das sollte dann selbstständig zeigen. Führen zum Ausgangspunkt für den Angriff lässt sich gut führen. Wir brauchen auch dort eine ganz leichte Hilfe. Ein zweites Sitz durch den Angriff geht der Hund sehr energisch und direkt durch. Da wünscht man dem Griff eine kleine Spur voller, das Ablassen, eine Spur exakter. Bewachen ist in Ordnung, ist ihm sehr gut. Bei der Abwehr auch da geht der Hund energisch und direkt in den Helfer. Da wünscht man dem Griff eine Spur voller und ruhiger und auch da sollte er in der Belastung nicht ganz leicht laut sein, ablassen, ist in Ordnung, bewachen ist in Ordnung, die Übung ist im Buch, macht heute insgesamt 90 ausgeprägt.